Willkommen bei Minecraft. So, jetzt mal wieder das Dach. Ich glaube, wir gehen hier beim Dach ins Endstadion. Endstadium, nicht Stadion. Und ja, langsam verliere ich bei dem Dach ein bisschen die Konzentration, deswegen will ich das jetzt endlich fertig haben. Weil, damit ich mal ein bisschen, damit ich noch, ja, einen neuen Blick für neue Sachen bekomme. Hier drinnen kann jetzt nicht spawnen in der Hülle. Gut, dann kann ich den jetzt mal hier wegrollen. Na, Maus, reagierst du? Gut, dann nehme ich dich jetzt hier. So. Zumindest ist jetzt nicht mehr so viel zu machen, weil sage ich gleich, weil hier ja schon einige Wände offen sind. Gut, dann machen wir das jetzt noch schnell fertig, weil ich möchte mal gucken, wie es dann von außen wirklich aussieht. Ich glaube, die Stufen reichen doch tatsächlich aus. Ich habe. Ich habe schon ein bisschen Sorge gehabt, dass das so wenig Stufen sind. Okay. Dann kommen die Stufen jetzt hier auch rein. Jetzt kommt das hier. Die letzte Stufe. So. Dann. Ja. Ey, ich freue mich. Ich glaube, ich habe es gleich geschafft. Ich glaube, ich habe es gleich geschafft. Ja, ist natürlich ein bisschen doof hier. Und jetzt kommt diese hier. Ja, hätte fast gereicht. Diese kleine Ecke ist doch etwas größer als gedacht. So. Gut, dann wollen wir uns das mal von außen anschauen. Wow, das nennt man mal ein buntes Dach, wa? Das ist das, was ich meine. Wenn viel Arbeit, wenn man sich Mühe gibt, dann ist das, ja, dann ist die Arbeit sehr, wirklich sehr vielfältig. Jetzt brauche ich eine zweite Truhe. Okay, hier geht nicht. Und jetzt müssen die Platten quasi, diese Stufen erstmal raus. Ich pack das alles, ja, pack das jetzt erstmal alles dazu, weil ich möchte jetzt mal ins Inventar gehen. Feuerzeug habe ich hier. Jetzt muss ich mal gucken. Ender. Ich weiß nicht, wie der funktioniert. Wo ist mein Haus? Hallo. So. Eine Sekunde. Meine Maus reagiert nicht. Ich muss mal kurz eine neue Batterie wahrscheinlich reinmachen. Und muss mal kurz auf Pause machen. So, da bin ich wieder. Das lag wirklich nur an der Batterie. Jetzt habe ich aber mal geschaut hier. Was ist jetzt hier? Okay, das kriege ich hin. Ich weiß nicht, was ich dafür alles brauche. Enderman brauche ich nicht. Endertruhe, Spender, Blender. Ich muss noch mal kurz auf Pause gehen. Ich muss mal kurz Google fragen,
Was brauche ich für das Portal für den Drachen? Da bin ich wieder. So, aus der Pause kurz zurück. Wie man sieht, hat sich hier einiges getan. Ich hatte schon ein bisschen was vorbereitet. Ich habe jetzt mal geschaut, wie man das macht. Ich habe ein bisschen rumexperimentiert und habe immer falsch experimentiert. Das ganze Klimbim, der ganze Scheiß kann raus. Wir brauchen nur die beiden. Enderrahmen und Enderauge. Ich habe es jetzt noch nicht getestet. Von innen nach außen, nicht von außen nach innen. So baut man dann quasi das Enderportal. So, immer von innen nach außen, man stellt sich in die Mitte, macht jeweils drei, niemals von außen, dann funktioniert es nicht. Gut, dann wollen wir mal. Jetzt muss ich mal ein bisschen fliegen hier und jetzt gehe ich mal hier rauf. So, und da ist es. Das Enderportal. Jo, da werde ich auf jeden Fall dann noch reingehen. Wir haben es erstmal da. Nether-Portal kennt man ja, das kennt ja nun jeder. Und muss man ja nicht zeigen. Von daher. Gut, aber ich werde mir schon mal die Pfeile mit reinnehmen und den Bogen. Und jetzt werde ich mal gucken. Ich werde hier schon mal die Räume nochmal trennen in der Folge. Und in der nächsten Folge gehe ich dann in das Enderportal. So. Gut. Das ist dann quasi die kleine Schatzkammer. Die wird auch komplett geschlossen bleiben. Da kommt auch keiner durch. Nicht, dass der Drache, ich weiß gar nicht, ob da ein Drache ist. Ich weiß es nicht. Bin am Kreativmodus. Und so baut man dann quasi ein Enderportal. Wieder immer von innen nach außen, niemals von außen nach innen. Ich habe gerade permanent überlegt, wie das funktioniert. Und dann habe ich das immer nachlesen können. Und weil ich habe es richtig gebaut, es hat auch nicht funktioniert, weil ich immer nur von außen nach innen gebaut habe. Das passiert aber wahrscheinlich vielen so. So. Gut. Und jetzt sehe ich auch räumliche Trennung schon mal hier. Hier mache ich auch noch eine räumliche Trennung. Und der Vorteil, warum ich hier Cloisterndecken gemacht habe, ich brauche drinnen keine einzige Fackel. Das ist so angenehm. Dann kann ich nämlich gleich mal ein bisschen in die Lüfte gehen und in der nächsten Folge mache ich dann nämlich gleich, kämpfe ich mal gegen den Drachen als Finale. Dafür zeige ich dann hier nochmal schnell hier. Tür ist da, die Einrichtung mache ich irgendwann. So, das ist quasi die kleine Prometheus im Mini-Format von Stargate. Sag ich jetzt mal. Das ist quasi im Wohnhaus. Betten müssen drin aufgestellt werden. Das mache ich dann wahrscheinlich in Staffel 2. Türen sind aber schon mal da. Und das ist das, woran ich ewig gearbeitet habe, obwohl es noch wirklich klein ist. Man muss sich das vorstellen, ich hatte es vor 5 Jahren so. Da war das hier. Mal hier. So. Groß. Und da war dieses Schiff auch doppelt so groß. Ja, so ist es nun mal. Gut, jetzt bin ich hier und jetzt werde ich erstmal mein Zeug mich vorbereiten, damit ich nächste Folge gleich hier starten kann, dieses Monsterprojekt. Gut. Fackeln brauche ich ja nicht, aber ein Schwert. Dann würde ich vorschlagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn es um Enderdrachen geht. Das ist dann quasi das Finale. So, bis dahin noch viel Spaß und
Tschüss.